Ja, aber ich habe nicht nur ein Vorbild. Aber ein Vorbild ist sicher auch die Art, wie Petra Kelly Politik gemacht hat, die auch immer sich selbst und ihr eigenes Handeln als politischen Aktionsort begriffen hat. Sie hat ja gesagt, beginne dort, wo du stehst, dann verändert sich die Welt von alleine. Mein Impuls, Politik zu machen, hängt im Wesentlichen mit meinem tiefen Gerechtigkeitsgefühl zusammen. Ich habe immer eine tiefe Gerechtigkeitslücke gesehen, erstens zwischen Männern und Frauen, aber dann war immer auch sichtbar, dass unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten sehr, sehr unterschiedliche Chancen in dieser Welt haben. Spannt auf, was das Zeug hält. Schutzschirm für Banken und Banker, Schutzschirm für die Realwirtschaft und jetzt gibt es auch einen Schutzschirm für Arbeitsplätze. Ich zeige Ihnen jetzt mal den Prototyp der Chefwetterüberdachung, Frau Kollegin Marco Olaf Bottmann. Scholz, nackte Speichen im Sturm. Also, dass Frau dieses Gerippe Bottmann. Keinen wirklichen Schutz bietet, das ist doch nun tatsächlich augenscheinlich. Die Beschäftigten werden das. Frau und Kollegin die Also ein Erfolg ist für mich, wenn Leute mich ansprechen und sagen, gut, dass sie sich dafür eingesetzt haben, das ist auch mein Anliegen. Ich glaube, meine Aufgabe als Politikerin ist es tatsächlich, manchmal im Sinne der Betroffenen auch zu nerven, manchmal auch vielleicht vorlaut zu sein oder frech. Ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Die Banken- und Wirtschaftskrise hat eigentlich gezeigt, dass Politik wieder mächtiger werden muss. Und das muss man einfach nur wollen, sich die Kompetenzen wieder heranziehen. Das geht. Junge Menschen sollten für ihre eigene Perspektive kämpfen. Und ich glaube, unsere Partei zeichnet es aus, dass sie mehr im Blick hat als nächste Legislaturperiode. Ihr Gründungsmythos war, die Welt zu schützen, für ihre Kinder zu schützen. Heute reden alle über Öko, dass sie nicht Öko machen. Das hat die Große Koalition gerade bewiesen. Ich glaube, dass es ein großes Leck gibt zwischen dem Palaver über Ökologie und das, was ökologisch tatsächlich passiert. Wir stehen dafür, dass wir auch ökologisch handeln. Farbe, der Inhalt, also das Grüne in der Welt zu schützen, das heißt vor allen Dingen die Ökologie, aber Grün ist für mich auch Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Wenn Sie Anti-AKW-Gegnerin sind, wenn Sie ein Herz für Frauenpolitik haben, dann können Sie eigentlich nur bei den Grünen landen.